20 Jahre lang haben sie das Rheintal mit musikalischen Komödien und Musicals begeistert. Damit ist jetzt Schluss. Das Nostalgietheater Balgach hört auf. Grund: Die Mitglieder vom OKA sind alle langsam, aber sicher im Pensionsalter, haben aber keine Nachfolger. Das Rheintal verliert damit einen kulturellen Höhepunkt. Roger Inaue. «My Fair Lady», «Im weißen Rössel» oder «Nach dem Regen scheint die Sonne» sind nur ein paar Stück, die das Nostalgietheater Balgach in den letzten 20 Jahren aufgeführt hat. Hier bei der Sportanlage zu Balgach sind amigs Hunderte schauen, mit Laienschauspielern aus der Region teils weltbekannte Musicals zum Besten gegeben haben. Dass diese Kostüme jetzt nach 20 Jahren nicht mehr angelegt werden, bricht dem Regisseur Willi Hutter das Herz. Wir sind immer grösser geworden, haben immer grössere Sachen gemacht und das Team ist immer noch das gleiche. In der Zwischenzeit ist die Kerngruppe, die das aufgebaut hat, im Pensionsalter. Und jetzt besteht halt der Wunsch, dass man einmal aufhört und vielleicht neue Leute die Aufgabe übergibt, aber die Nachfolge hat nicht stattgefunden. Und so hat das OK nach langen Gesprächen entschieden, aufzuhören. Dazu kommt, dass auch wenn das Theater jahrelang finanzielle Hilfe bekommen hat, Aufwand und Ertrag irgendwann nicht mehr zusammengepasst haben, sagt der OK-Präsident Peter Tanner. Es ist ein finanzieller Aufwand, es ist ein Aufwand zum Sponsoren finden, obwohl unsere Sponsoren der Kulturamt St. Gallen und unsere Sponsoren immer seit 20 Jahren eigentlich immer dahinter gestanden sind. Aber wir sind einfach auch finanziell an eine Grenze angekommen, wo wir uns also einfach, und die Verantwortung, die wir haben, oder, ist einfach zu gross geworden. All drei Jahre hat das Nostalgietheater ein neues Stück aufgeführt. Dass die Tür ab jetzt zubleibt, können viele im Dorf noch nicht glauben, aber nachvollziehen. Es ist schade, aber eben, man kennt den Aufwand, man weiß, was dahinter steckt und die Zeit, die es braucht vom Ganzen. Und ja, das ist verständlich. Ich war auch schon letztes Jahr und es war wirklich etwas Schönes, wo man auch mal mit den Leuten ein bisschen zusammengekommen ist. Ich finde es halt schade, dass so ein Kulturgut verloren geht. Ich finde es mega schade. Ich bin nicht viel schauen, aber die paar Mal, wo ich war, hat es mir mega gut gefallen. Das Gerücht, das umgegangen ist, dass man mit Engagements von einzelnen Schauspielern von weiter weg die regionalen vergrault hätte, stimmt ja so nicht, sagen die Verantwortlichen heute. Dass es aber in 20 Jahren ab und zu Reibereien gibt, gehöre ich halt dazu. Also musikalische Komödie oder ein Musical braucht etwa zwischen 25 und 30 Schauspielerinnen und Schauspieler. Und die sollten natürlich alle singen können. In verschiedenen Stimmlagen. Da muss man halt ein bisschen schauen, wo man die Leute findet in der Region und manchmal halt auch ein bisschen über die Region ausschauen. Und da kann es natürlich auch mal Unstimmigkeiten geben, wenn jetzt jemand nicht mehr berücksichtigt wird. Auch wenn das Nostalgietheater jetzt seine Türen schliesst und im Rintel eine kulturelle Lücke entsteht, der Willi Hutter will noch einzelne kleinere Aufführungen machen. In welcher Form, unter welchem Namen und wo, weiss er heute aber noch nicht.